Hallo zusammen, heute geht's wieder um diesen Katalog März 2023 und zwar um diese Kühlbox, die ist auf Seite 11 und das ist meine beste Kühlbox, die ich habe und wo ich sogar behaupte, das ist einer der besten Kühlboxen auf dem Weltmarkt, wenn nicht sogar die beste Kühlbox auf dem Weltmarkt. Die Box hat ein Chromstahlgehäuse und die ist beklebt mit einer Schutzfolie und da habe ich jetzt hier die Schutzfolie noch oben drauf und dann schauen wir uns das hier zum Detail an. Hier hat jemand die Schutzfolie eben nicht weggenommen, sondern auch nicht sauber. Und dann kann man, hier drüben sieht man, da hat man auch weggerissen. Und wie nimmt man jetzt solch eine Schutzfolie weg? Man nimmt solch ein Teppichmesser und fährt hier der Kante entlang runter. Aber am besten, bevor man die Folie weggenommen hat. Und dann auf der Gegenseite auch, weil da wurde links und rechts geschnitten. Und dann kriegt man diese Folie sauber ganz raus. Aber wenn man es schon mal vorgeschnitten hat, kommt sie sauber raus vorm Trennen. Und auch hier auf dieser Seite hier kann man mit dem Messer hier durchfahren. Wenn Sie vorher draußen wäre, zuerst schneiden und dann rausziehen, dann kann ich die Folie so sauber rauslösen. Und auch das Teil hier, wenn es geschnitten ist, sauber rauslösen und dann auch dieser Kante entlang sauber durchfahren, dann habe ich die Folie draußen. Ich sehe es auch hier, nicht nur rausreißen, sondern effektiv hier mit dem Messer rundherum fahren. Und dann kann ich die Folie wegnehmen und unter Umständen hier das Schloss kurz ein bisschen lösen. Das ist geschraubt, auch dieser Gegengriff ist geschraubt und auch dieser Griff hier ist geschraubt. Also wir können alle Teile ersetzen. Wir haben diese Komponenten hier alle am Lager, diese Griffe am Lager, die Scharniere hinten am Lager, Deckel separat am Lager, Türdichterung am Lager und so können wir eigentlich die Ersatzteile für diese Boxen endlos liefern. Aber jetzt, warum ist das die beste Kühlbox? Weil der Stromverbraucher dieser Kühlbox ist sehr gering. Wir haben bei 25 Grad außen und 5 Grad innen nur einen Stromverbrauch von 5,7 Wattstunden pro Stunde. Das sind dann 137 Wattstunden pro Tag. Mit solch einer Batterie hier hält das Ding dann, ich sag mal, fast 9 Tage. Die Box hat hier eine Isolationsstärke von innen, also außen ca. 60 mm, innen drin 50 mm. Durch das ist natürlich diese Box sehr gut isoliert, aber die Box von gestern, vorgestern aus der letzten Seite vom Katalog, die hat hier zum Beispiel eine Breite von 410 oder 41 cm und diese Box hat bereits 44 cm. Durch das wird die Box noch wuchtiger. Aber eben irgendwo muss ja die Isolation hin bei gleichbleibendem Inhalt. Und somit geht der Strom runter. Zweitens, die andere hatte hier eine Moosgummidichtung. Und hier haben wir eine richtige Hohlkammerdichtung, kennt ihr vielleicht vom normalen Kühlschrank. Die liegt hier also auf mit Gewicht, die macht also sauber zu.
Wir brauchen den Verschluss hier theoretisch nicht, aber wenn der nicht dran wäre, würden die meisten Leute fragen, da fehlt ein Verschluss. Auch dieser Beschlag hier, der ist massiv aus Stahl, also sehr robust gebaut, diese Box. Innen drin haben wir diese zwei Körbe. In diesen Korb hier bringen wir die 1,5 Liter Flaschen ohne Probleme rein, im kleinen Korb nicht. Aber hier ist dann für ein Kleinzubehör oder die Einlagerung der Betriebsanlage. Zweitens haben wir hier Innenbeleuchtung links und rechts. Habt ihr vielleicht mitbekommen, wir haben hier auch ein Netzgerät drin gehabt. Die neuen Boxen sind nur noch mit diesem Netzgerät lieferbar und dann kann ich hier so einstecken. Vom Kompressor ist der BD80 verbaut. Der BD80 Kompressor ist noch der stärkere Kompressor wie der BD35, aber er läuft mit organischem Kältemittel, also biologisch abbaubar, R290, hat ein GWP von 3, Maximum sind 150 erlaubt und das meistverbaute Kältemittel R134A hat ein GWP über 1400. Also da sind die neuen Boxen jetzt schon ökologisch und so weiter biologisch abbaubar. Das CO2-Äquivalent ist dementsprechend tief. Also eigentlich auf der ökologischen Seite macht ihr nichts falsch. Wenn wir die Box hier einstecken, haben wir im Prinzip fast dasselbe Display wie die anderen, also von der Funktion her. Ja, hier ist das Display wie die anderen Kühlboxen. Wenn ich hier den Einschaltknopf, Hauptschalter, drücke, lange drücke, dann geht die Kühlbox aus. Wenn ich wieder lange drücke, geht die Kühlbox an. Ihr habt gesehen, hier geht dann nur noch die kleine rote Leuchte, orange Leuchte an. Hier zeigt uns die Ist-Temperatur an, die Temperatur, die momentan ist in der Kühlbox. Wenn ich hier drauf drücke, einmal, dann blinkt die Temperatur, die Soll-Temperatur, also die Temperatur, die sein soll. Wenn ich hier nachher zweimal drücke, kommt Grad Celsius, hier kann ich ändern auf Fahrenheit. Und hier, das ist jetzt neu, kommt Low. Und hier kann ich dann umstellen, Medium und High. Ich kann aber den Batterieschutz auch hier umstellen. Also jetzt haben wir High. Und wenn ich hier lange drücke, geht es auf Low. Und wenn ich hier dreimal drücke, ist er umgestellt auf Low. Also hier ist der Unterspannungsschutz. Auf High schaltet die Box bei Bleibatterien etwa bei 70% der Kapazität ab, bei Medium in der Mitte und bei Low ist es bei etwa 30%. Bei 30% wird schwer, damit den Motor zu starten. Also das heißt, wenn ihr das im normalen PKW verbaut, wo ihr nur eine Batterie habt, auf Mittel oder High einstellen. Wenn ihr das mit einer Zweibatterie, mit einer Lithiumbatterie habt, dann könnt ihr ruhig auf Low runtergehen, weil da kann es euch die Batterie leer ziehen oder fast leer ziehen und ihr braucht dann keinen Strom mehr als Reserve, um den Motor zu starten. Zu den Maßen der Box. Wie schon gesagt, so in der Tiefe hat sie 44, so in der Breite hat sie 56 cm und in der Höhe hat sie knappe 50. In der Breite könnte man hier noch ein bisschen was rausholen, wenn wir die Griffe demontieren, weil wir die vielleicht nicht brauchen, weil sie fest eingebaut wird. Und dann haben wir eine Breite von 61,5 cm.
Wichtig ist auch zu bedenken, die Tiefe mit 44, das ist die reine Boxentiefe. Wenn wir aber jetzt hier den Deckel aufmachen, dann habe ich eine Gesamttiefe von 49 oder fast 50, dass ich hier den Deckel senkrecht haben kann, dass ich die Box bedienen kann. Ich habe also Kunden gehabt, die haben die Scharniere hier weggenommen und gesagt, ich montiere das Teil, den Deckel, separat mit dem Scharnier oder lege das einfach auf die Kühlbox, weil vom Gewicht her hält das und fällt dann eigentlich nicht runter. Eben, das ist meine beste Kühlbox. Diese Kühlbox hat Standard, geht die nur bis minus 22 Grad. Wir bauen die gleiche Kühlbox noch bis minus 35 Grad. Ist eine andere Box, hat eine stärkere Kühlmaschine drin. Und dann noch eine Box bis minus 70 Grad mit 12 Volt. Die ist aber innen mehr isoliert. Die hat einen komplett neuen Innentank aus Chromstahl für Pharma und so weiter. Aber für die normale Anwendung reicht diese Kühlbox auch für den Tiefkühlbereich. Wenn ihr nicht viel Masse einfrieren wollt, reicht diese Box absolut. Und ich empfehle den Leuten für größere Wohnmobile immer einen Kühlschrank ohne Eisfach, der taut selber ab. Und dann so eine Kühlbox irgendwo im Kofferraum als Tiefkühler. Ich kann die umstellen als Normalkühlung oder brauchen als Tiefkühler. Oder wenn ich gar keinen Bedarf habe, schalte ich die Box einfach aus und ich habe dann nicht einen Tiefkühler, der immer mitläuft, wenn ich nur einen kleinen Wochenendtrip habe ohne. Diese tiefen Temperaturen können wir und das Tiefkühlen können wir eigentlich nur machen, weil wir so eine gute, dicke Isolation haben. Für einen Schrebergarten solch eine Kühlbox, ein Panel, eine Batterie, ein Solarregler. Da verlinke ich euch unten im Katalog drin, also im Video beschrieb den Katalog Stromversorgung. Da findet ihr auch den Bereich der Solarzellen. Ja, das ist diese Box. Es gibt noch eine größere, die bringe ich dann morgen oder übermorgen im Video. Die ist dann praktisch gleich, aber ein Stück größer. Und es geht dann so weiter. Dass ihr diese Serie nicht verpasst über den neuen Katalog, gebt mir ein Abo, dann kommen die neuen Videos. Hier verlinke ich euch das Video von gestern, wo ich die gleich große Box habe, nicht in Chromstahl, sondern in Kunststoff. Und hier geht es weiter zur nächsten Box. Das kommt aber dann erst morgen. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.